Wir sind heute bei der Firma Johann Barth & Sohn, einem der größten Hopfenhandelshäuser der Welt, und freuen uns sehr auf das Gespräch mit dem Seniorchef, Herrn Heinrich Barth. Er wird uns heute aus seinem langen Hopfenhändlersleben berichten. Er ist 89 Jahre alt und da gehen wir jetzt in sein Büro. Diesem Datum 1945 bin ich in Firma Johann Barth & Sohn gewesen. Gesellschafter bin ich dann 1946 geworden. Allerdings, das war schon mehr unter Zeitdruck. Denn mein Vater, der die Firma lange Zeit geführt hat, war sehr, sehr krank geworden. Und aus diesem Grunde musste ich heran. Ich war der Einzige der Familie, der überhaupt den Krieg überlebt hatte und damit zur Verfügung stand. Und somit musste ich eine schnelle Hopfenausbildung machen. Naja, ich war ja mit den Hopfen groß geworden und das hat mir nicht viel ausgemacht. Aber es war notwendig, dass ich auch noch über den Hopfenbau darüber hinaus etwas anderes wusste. Und so musste ich dann für 2 oder 3 Monate in den Hopfensiegelhallen von Wolnzach und von Au lernen. Und ich habe auch eine gewisse Ausbildung in der Hopfenbonnetierung gehabt, indem mein Vater mit Herrn Bischof, das war der Leiter der Erfassungsstelle, gesprochen hat und ich dem assistieren konnte. Also hatte ich das große Glück, hier eine Hopfenernte bonnetieren zu können, was mir natürlich sehr viel mehr an Kenntnis über die Ware selbst, den Hopfen, gegeben hat. Der Hopfen wurde in 3 verschiedene Qualitätsklassen eingeführt. Er wurde aufgeteilt. Die allerbesten Hopfen, die mittlere Qualität und dann das Übrige. Das war so notwendig, das stark typisiert zu halten. Bonnetierung heißt ja eigentlich Begutachtung und es wird dann der gute Hopfen mit dem mittelmäßigen Hopfen, der wird voneinander ausgeschieden. Das spielt also eine große Rolle, hat eine große Rolle vor allen Dingen in den ersten Jahren gespielt, als wir den Hopfen noch nicht analytisch bonnetiert haben, sondern die Hopfenbonnetierung war eine rein sensorische Angelegenheit. Man hat eigentlich mehr auf Farbe, auf Aroma Wert gelegt und das dadurch ausgedrückt. Sie werden es verhältnismäßig schnell lernen, dass Hopfen und Hopfen nicht gleich ist. Es gibt einige Farbe ist eine der Geschichten, die sehr, sehr deutlich darauf hinweisen, ob der Hopfen krank ist oder nicht. Sie können Peronospora-Krankheiten feststellen, rote Spinne feststellen. Wenn die ein Muster im Grunde genommen verschlechtern, dann ist das einfach ein Fakt. Und der muss dann dadurch, dass die Hopfen in verschiedene Klassen geteilt wurden, wird er dann in der letzten Klasse landen. Naja, es war damals ja noch die Handpflücke da. Und die Handpflücke war eine nicht unerhebliche Operation, denn da kamen ungefähr 150 bis 200 Leute auf dem Barthof, die untergebracht werden mussten, die verpflegt werden mussten und die wollten gut essen. Denn sie mussten ja auch kräftig arbeiten. Und die waren dann
14 Tage bis 4 Wochen, je nachdem, wie lange die Ernte gedauert hat, waren sie da und haben dann, das war immer eine nicht unerhebliche Geschichte. Wir hatten zum Beispiel eine Hopfenzupferköchin eigens für sich. Ja, denn alleine 150 Menschen zu verköstigen, ist ja schon eine gute Sache. Und da mussten wir ran. Viel Reisen, Bereisung der Anbaugebiete und auch Besichtigung der Anbaugebiete und natürlich sehr viel Kundschaft. Brauereien besuchen im In- und im Ausland. Das war bis 1960 meine Hauptaufgabe. Ich war bestenfalls 2 Monate zu Hause. Sonst war ich immer auf der Walz. Ich habe ja noch dazwischen verschiedene Aufenthalte für Spracherlernung gemacht. So war ich in Italien 2 bis 3 Monate. Ich war in Frankreich 2 bis 3 Monate und habe dann dort Französisch gelernt und Italienisch. Ach so, also. Ja. Und Englisch natürlich sowieso? Vermutlich. Das kam einfach mit dem Geschäft. Wir hatten ja immer so 10-15% Marktanteile. Mhm. Aber natürlich durch die Besatzungszeit waren wir für 3 Jahre praktisch aus dem Geschäft heraus, haben also praktisch nur relativ kleine Mengen abgewickelt. Aber dann ging es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1000 Zentner im Nu. Ja, jedes Jahr kam eine Anzahl dazu und heute ist es natürlich noch viel mehr. Meine Mutter, die ist einmal die ist zum Schweinehandeln bei anderen Bauern gewesen und dann ist wieder rausgekommen und dann hat sie gesehen, dass ihr Wagen gerade richtig angefahren war von einem Fuhrwerk. Und dann hat sie gefragt, die Kinder haben gespielt. Wer war denn das? Ja, das war der Hubert und so weiter. Der ist draußen mit seinem Ochsenwagen gefahren und der ist noch da. Den könntest du gleich noch einholen. Dann hat sie den eingeholt und gesagt, bist du mir in meinen Wagen reingefahren? Ja, warum, hat er gesagt. Aber so war es eben damals. Das war die Hallertau. Das Jahr 57 war insofern interessant, weil die deutsche Brauindustrie, die ja den Löwenanteil der Hopfenernte abgenommen hat, wieder stark gestiegen ist. Und eine Ernte wurde eingebracht, die nicht allzu gut war. Also sind die Preise explodiert. Sie sind von 600 Anfang bis auf 1500, glaube ich, raufgegangen. Und wir haben damals mit 700 Mark D-Mark, gute D-Mark, seltene D-Mark, wertvolle D-Mark damals, an die 10.000 Zentner in einem Tag gekauft. Das war ziemlich viel, aber das war notwendig, um unsere Kundschaft zu beliefern. Und aus diesem Grunde war es eine sehr einschneidende Ernte, die vor allem auch den Hopfenbauern, denn der Hopfenproduktionspreis war damals ungefähr 300 Mark, ganz erheblich an Gewinn, aber auch an finanzieller Flexibilität gebracht hat. Sie konnten sich wieder Maschinen leisten. Die mechanische Hopfenpflücke hat ja enorme Kapitalien verschlungen. Und es musste aus diesem Grunde ein guter Hopfenpreis bezahlt werden,
und das war 1957. Aber 1957 war insofern eine Ernte, die nicht nur in Spitzen den Spitzenpreis bezahlt hat, sondern wo eine ganze Ernte zu einem erhöhten Preis in den Verbrauch übergegangen ist. Und die Hopfenbauern haben damals wirklich gutes Geld verdient, das sie haben mussten. Es floss dann schon wieder zurück. Um alle diese Anforderungen zu erledigen, Maschinen, Traktoren, mechanische Hopfenpflücke, das waren kolossale Auslagen. Der alte John I. Haas, ja, wir haben ja dann die Firma 1977 gekauft. Der alte John Haas war ein Hopfenexperte von altem Schot und Korn. Und er hat viele Sprachen gesprochen, mindestens 4 oder 5 perfekt gesprochen, war dauernd auf der Reise, hat dauernd Kundschaft gemacht. Er war ein Mann mit einem außerordentlich guten mit einer großen Menschenkenntnis. Er wusste sofort, zum Beispiel im Jahre 1947, als er zur rechten Zeit in München war und bei der Militärregierung 2000 Tonnen gekauft hat. 2000 Tonnen sind 40.000 Zentner. Und das zu einer Zeit, wo Hopfen knapp war. Das war für mich eine große Lehre, denn ich bin zu spät gekommen mit meinen Hopfenkontrakten. Ich habe mir sehr gemerkt, diese Lehre, dass man beim Hopfen, wenn es einmal Zeit ist, bestimmt nicht warten soll. Fred Haas war ja schon immer bekannt, mir persönlich bekannt. Und ich habe ihn auch sehr verehrt, denn er war ein feiner Mann. Fred Haas war damals im Jahre 1975 war das in Deutschland. Und ich habe ihm den Vorschlag gemacht, dass wir unsere Verarbeitungsinteressen, vor allem im Extrakt, zusammenwerfen, damit wir eine große Anlage haben, denn da kommt es nur auf den Durchsatz drauf an. Und er hat mir mit der Gegenfrage geantwortet: Are you interested to buy the equity of my firm? Und ich war also ganz perplex im Augenblick. Ich habe gesagt, ja, da muss ich meine Mitgesellschafter fragen, meine Vettern Peter und Michael Barth. Und daraus ist 2 Jahre später die Übernahme der Firma Haas geworden. Was ja schon gewaltiger Zuwachs dann auch war. Und natürlich. Ich bin 25 Jahre nach Amerika. Ach so. Ja, um die Firma Haas zu führen. Das war's. Wo gewohnt? Wo in Washington D.C. Washington D.C. Washington D.C. Auch viel gereist. Es ist eben nur in Amerika insgesamt nur 100 bis 150 Pflanzer gewesen, die fast eine Ernte angebaut haben, die in Deutschland angebaut wurde. Ja, also, und Deutschland hat damals an die 2.000, 3.000 verschiedene Hopfenproduzenten gehabt. Dementsprechend ist der Hopfenhandel auch etwas anders als in Deutschland. Ich weiß noch, wie ich meine ersten Reisen nach Afrika gemacht habe im Jahre 1955. Musste ich meine Diktate, meine Reiseberichte immer auf einem Draht aufnehmen lassen. Da habe ich einen extra Apparat gehabt und den habe ich dann nach Nürnberg geschickt. Und dann hat mir Nürnberg meine schriftlichen
meine Diktate wieder zurückgeschickt und dann habe ich es unterzeichnet und dann ist erst gültig geworden. Aber das hat man natürlich heute nicht mehr, sondern heute hat jeder seinen Laptop-Computer dabei und da schreibt er seine Berichte drauf und das ist dann, that's it. Ja. Die Art des der Kommunikation, das Telefon, um das nur zu erwähnen. Ja, damals waren die Verbindungen so schwierig, dass man ein Blitzgespräch gemacht hat. Ja, und dann konnte man eventuell dann bis nach Kapstadt durchdringen. Und es hat ein Heidengeld gekostet, während das heute mit einem Handy geht. 57 waren Verträge da. Es waren auch dann. Ja, aber noch nicht viel. Ich meine, die Vorverträge. Vorverträge, ja. Das ging ja da erst los eigentlich, oder? Ganz richtig, das ging erst noch 58. Aber 58 hat unsere Firma dann in der Hallertau den 5-Jahres-Vertrag eingeführt. Mhm. Und, also ein bisschen als Reaktion auch, oder? Ja, ja. Die Bauern, die wollten gar nicht. Mhm. Gar, absolut. Der Landwirt hat gesagt, ja, ich kann doch nicht verkaufen, was ich nicht habe. Und das war eben so. Dann habe ich immer entgegnet, ja, aber ihr könnt doch einen Hopfen für 300 Mark anbauen. Ja, das können wir schon. Aber verkaufen, das tue ich nicht. Gell? Also, das haben sie nicht gemacht. Aber sie haben dann sehr schnell den Wert des Kontraktes erkannt und es werden ja heutzutage bis zu 80% im Kontraktwesen verkauft der Ernte und 20% sind dann Freimarktware. Aber wenn es knappe Ernten gibt, wie 2015, dann gibt es gar keine Freiware. Ist ja einfach nicht da. Was den Hopfen anbetrifft, da möchte ich das eine sagen, dass bis 1900, sagen wir mal, 49 allgemein die Hallertauer-Sorte eine Einheitssorte war, eine Einheitsaromasorte. Und die wurde von jedermann damals, das war eine Züchtung von dem Einführung von dem Regierungsrat Hamp, wurde allgemein akzeptiert. Aber wir haben inzwischen gemerkt, dass australische, das amerikanische Hopfen auch bitterer sind, einen höheren Alpha-Gehalt haben. Und wir haben es als Nachteil empfunden, von der Hallertau keine Sorte anzubieten, die nicht auch alphareich war. Darüber hat es große Diskussionen gegeben. Denn wie üblich, der Hopfenbauer bleibt gerne bei dem, was er gehabt hat, was sich gut als gut eingeführt hat. Das Neue, das nimmt er nicht so gerne. Und dann haben wir eine englische Hopfenzüchtung, Northern Brewer, aus Belgien, da war das inzwischen zum Anbaugebiet geworden, importiert und haben auf dem Barthof erstmalig Northern Brewer angebaut. Und der Hopfen hat sich in mehrfacher Hinsicht gut dargestellt, denn er war einmal von der Welke nicht befallen. Das war sehr wichtig, denn der Hallertauer Aromahopfen hatte bereits 1957 sehr starke Welkeanzeichen von sich gegeben. Und außerdem, wir hatten endlich eine Hopfensorte in der Hand, die ein höheres Alpha bis zu 9 oder 10% gegeben hat. Und damit haben wir die Amerikaner geschlagen. Das war sehr wichtig.
und der Anbau von den Alpha-Reich oder der Vielsortenanbau, der daraufhin eingesetzt hat, er hat der Hallertau eine neue Dimension verliehen. In der Form, dass sie alle Hopfen angebaut haben, hat die von der Braunindustrie gewünscht wurden. Konkurse, ja. Es hat ja im Hopfen einen Konkurs, öfters Konkurse gegeben. Aber es ist interessant, welcher Art die Konkurse war. Konkurs, richtig Konkurs, wurden nur diejenigen, die Hopfen besessen haben. Mhm. Es haben Konkurse à la Hoss, es haben Konkurse à la Bess stattgefunden. Die Bessiers sind alle im Grunde genommen gut weggekommen. Denn sie haben an die Hopfen, die haben die Hopfen verkauft, ohne sie gedeckt zu haben. Und wie dann die Deckung gekommen, wie dann die Lieferung gekommen ist, haben sie den Brauereien gesagt, ich kann nicht liefern. Ja? Und meistens haben die Brauereien diese Leute laufen lassen oder sie haben irgendwelche anderen Arrangements gefunden. Die Hossiers, die haben immer drauf gezahlt. Wer sich Hopfen gekauft hat, um damit zu spekulieren, dass der Preis heraufgeht, die haben meistens Geld verloren. Nur ganz wenige Male. Wie gesagt, in den Hossezeiten, da war es ganz gut, wenn man Bestand hatte. Aber das war dort nicht. Die Bessiers, die waren immer da und sie haben immer Geld verloren. Und die meisten Leute, die Konkurs gegangen sind, waren Bessiers. Sie haben Hopfen verkauft und haben dann nicht geliefert. Der Bartow war da und wir haben unser Leben gerettet. Ja. Mein Vetter Johannes war im Krieg gefallen, aber die Firma Barth, die Nachfolge der Firma Barth, war gegeben. Nur ich musste dementsprechend. Ich konnte nicht auf die Universität gehen. Ich konnte nicht das schöne Leben führen, das sonst die jungen Menschen heutzutage führen. Ich musste immer ran, musste alles machen. Und so war es eben. Und da konnte man nichts ändern. Aber es haben ja sehr viele Menschen mein Schicksal geteilt. Sehr viele Unternehmer haben, die sind ganz genauso mit jungen Jahren an die Spritze gekommen und haben eben sich durchsetzen müssen oder sie sind verschwunden. Ja? Das war so damals. Das war damals die Zeit, dass übrig geblieben waren ja nicht die Mittelgeneration, die war gefallen. Ja? Die Jungen, entweder ganz jung oder ganz alt. Und die ganz Alten waren nicht mehr lange da. Ja? Also mussten die Jungen anfangen.